Herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder da seid. In der letzten Folge sind wir in Toriels Haus eingedrungen. Klingt irgendwie falsch. Eingeladen worden? Eigentlich sind wir eingeladen worden. Obwohl, ich glaube, wir schon direkt Bestandteil der Familie sind. Ich bin noch nicht sicher. Toriel Gone Wild vor. Lol. Was ist denn los mit euch? Okay, also der Chat schreit... Ach, die Maus wieder. Der Chat schreit direkt danach, dass ich den Eintrag lesen soll. Also machen wir das einfach mal. Du liest den Eintrag. Wieso wurde das Skelett entlassen? Weil es nicht mit dem Herzen bei der Sache war. Der Rest der Seite ist voller Witze von ähnlichem Kaliber. Hä? Definitiv größer als ein Doppelbett. Klingt besser als ein Toriel eingedrungen. Wow, Erik. Das ist eine Enzyklopädie. Über subterrane Pflanzen, du riskierst deinen Blick. Typha, eine Gruppe Sumpfpflanzen mit braunen, rechteckigen Blüten. Besser bekannt unter dem Namen Rohrkolben. Okay. Der war zu hoch. Du wagst einen Blick. Skandalös. Es ist Toriels Sockenschublade. Naja, Gott sei Dank, es ist nur die Sockenschublade. Ah, der Kaktus. Die Zundere... Zundere unter den Pflanzen? Was zum Geier ist eine Zundere? Kann mir mal einer sagen, was eine Zundere ist? In der Schublade befinden sich Blumensachen und einige kaputte Buntstifte. Ah, ich checke. Oh, cool, ein Spiegel. Oh, es ist ein Rohrkolben. Yeah, wir haben gelernt, das Rohrkolben. Es ist ein Spiegelbild. Um genau zu sein, das ist mein Spiegelbild. Manche Sachen werden gerne in Sockenschubladen versteckt. Meiner nicht. Meine, ich habe noch nie etwas in meiner Sockenschublade versteckt. Jetzt mal ernsthaft, wirklich noch nie. Ach, Tsundere, japanisch, ist ein Begriff, der einen bestimmten japanischen Charaktertyp in Werken des japanischen Popkultur beschreibt. Ah! Danke. Zimmer wird renoviert. Ja, und? Okay, ich komme anscheinend nicht rein. Ja, ist doch nicht schlimm. Ihr habt mir meine Frage beantwortet. Vielen lieben Dank. Ja, dann gehen wir jetzt mal in den Keller, ne? Ich meine, ich soll da nicht hin, aber ich hasse das, wenn ich irgendwo nicht hin soll. Dann muss ich rausfinden. Nein, Mutti. Ich denke, du solltest lieber oben spielen. Seine Glatzenpolitur in der Sockenschublade versteckt. Nee. Wie häufig? Muss ich das irgendwie 3-4 Mal machen? Es ist gefährlich, hier unten zu spielen. Muss ich das irgendwie 3-4 Mal machen? Es ist windig hier unten. Fängst du nur eine Erkältung ein? Hey! Du holst dir nur einen Husten. Also ich krieg jetzt gerade aktuell immer einen anderen Text. Ist das für mich der Hinweis, dass ich das 5-6-7 Mal machen muss? Ja, okay. Ich glaube schon. Möchtest du ein Buch lesen? Nein! Mir sagt das Spiel, dass du spielst nicht wirklich zu. Also ich krieg halt immer einen anderen Text. Was für mich heißt, dass da irgendwas kommt. Warum spazierst du nicht im Vorgarten herum? Ne, wenn es jetzt immer derselbe Text wäre, okay, würde ich es schon verstehen. Aber immer einen anderen heißt für mich, ich muss weitermachen. Echt jetzt? Ja. Es gibt hier unten nichts zu sehen wie bei Helfen. Oh, Erik. Oh, oh, guck mal, Mutti hat einen anderen Blick jetzt drauf. Okay, jetzt kriege ich tatsächlich dieselbe Antwort. Ich glaube, jetzt bin ich an der Stelle, wo es festhängt. Warum nicht? Du hast mir die ganze Zeit, hast du mir eben immer was anderes vorgesetzt. Gleich fängst du dir eine, meinst du? Ich hab das Gefühl, hier kommt irgendwas, aber ich werde tatsächlich jetzt immer mit demselben Text abgeholt, was mir sagt, dass es keinen Erfolg hat. Immer ein anderer Text, okay?
Aber ich glaube, ich muss vielleicht erstmal irgendwie mit ihr reden oder so. Oh, schon aufgestanden? Naja, nachdem du mich 20 Mal aus dem Keller geholt hast? Möglich. Ich wollte dich wissen lassen, wie froh ich bin, dass du da bist. Es gibt so viele alte Bücher, die ich mit dir teilen möchte. Ich zeige dir meinen Lieblingsort zum Käfersammeln. Ich habe sogar einen Stundenplan für deinen Unterricht erstellt. Wow. Das mag dich jetzt eventuell überraschen. Oh, minimal. Nyralim, einen wunderschönen guten Abend. Tobi, Fox schreibt gerne viele optionale Texte auch für Sackgassen. Moment. Ach, auch nicht schlecht. Aber ich wollte schon immer eine Lehrerin werden. Ach, vielleicht ist es gar nicht so überraschend. Trotzdem! Ich bin froh, dass du hier lebst. Oh, möchtest du etwas Bestimmtes? Was gibt es denn? Nichts? Und wann kann ich gehen? Ja, was mache ich denn jetzt? Bücher? Das ist ein Asiatin. Gib mir lieber ein Gameboy. Ernsthaft, das ist... Also ich bin noch nicht sicher, ob ich ein Simpson-Charakter bin oder ein Asiate. Aber ich bin auf jeden Fall Gameboy-tig. Ich frage, wann ich gehen kann. Was meinst du? Das hier ist jetzt dein Zuhause. Möchtest du etwas über das Buch erfahren, das ich lese? Es trägt den Titel 72 Anwendung für Schnecken. Was meinst du? Oh, was mache ich denn? Mache ich Mutti jetzt traurig? Ich möchte wissen, wo der Ausgang ist. Wie wär's mit einem Fakt über Schnecken? Wusstest du, dass Schnecken sich nicht als Schnürsenkel eignen? Interessant. Ja, in Ordnung. Frag mich einfach, wann immer du was brauchst. Hier, was ist der Kuchen? Die Größe des Kuchens schüchtert dich zu sehr ein, um ihn zu essen. Das ist eine Lüge! Das ist eine dreckige Lüge! Kein Kuchen war bisher groß genug, dass ich ihn nicht gegessen habe. Außer es war Sahnekuchen. Ich mag keine Sahnetorten. Aber ansonsten Butter... Butter ist ja schon. Mascarpone-Creme oder sowas, ne? Krockenkuchen, Käsekuchen, scheißegal. Quarkkuchen. Mürbeteigkuchen, scheißegal. Es gibt keinen Kuchen, der groß genug ist, um mich einzuschüchtern. Muss auch mal gesagt sein. So. Krieg ich einen Schokoriegel aus dem Kühlschrank? Ich hätte gerne den Kühlschrank-Schokoriegel. Ernsthaft? Ernsthaft? Wie geil, wenn du wirklich Bäcker bist. Lol. Okay, ich versuche einfach weiter in den Keller zu kommen. Ich meine, irgendwo... Warum geht mein Wecker? Ich will da unten in den Keller rein. Verdammte Scheiße, das muss doch gehen. Das Spiel triggert doch auf 20.000 Sachen. Nein. Geh einfach. Speichern, ja. So, und jetzt? Geh ich einfach. Okay, ich werde nicht aufgehalten, was ja schon mal gut ist. Nein, Erik. Ich gehe einfach weiter. Ich habe zwar keine Ahnung, was jetzt kommt, aber... Oh mein Gott, ein Messer. Du findest das Spielzeugmesser. Ernsthaft? Waffe Stock. Kann ich das ändern? Plastikmesser. Info. Spielzeugmesser. Waffe ATK 3. Besteht aus Plastik. Heutzutage eine Rarität. Heißt das, ich muss es benutzen? Spielzeugmesser ausgerüstet. Das heißt, ich habe noch einen Stock. Feste Rinde gegen feste Zähne. Guckt euch die geile Stadt an. Was ist das? Ich kann das nicht anschauen. Okay.
brauchte ich das Messer, um irgendwas, um den Kuchen anzuschneiden oder mit Mutti irgendwas zu machen? Ich benutze jetzt das Messer am Kuchen. Keine Kuchengröße schüchtert mich jemals ein. Eine dreckige Lüge. Okay. Geht so ehrlich. So, was mache ich jetzt? Lese ich Toriels Tagebuch nochmal? Ja, bitte. Das ist derselbe Eintrag. Was muss ich denn machen, dass ich hier weiterkomme? Ich hab keine Ahnung. Vielleicht sie erpressen, während sie mich hier unten aufhält. Ich hab keine Ahnung, was ich mit dem Messer soll. Wenn sie mich jetzt erpresst, sag ich nein. Rumsäbeln, genau. Okay, ich frage jetzt Mutti einfach lange genug nach dem Ausgang. Zünde sie an. Oh, Chat, Alter. Was gibt's denn? Wo ist der Ausgang? Ich musste etwas erledigen. Bitte bleib hier. Nein, ich bleibe nicht hier. Ich folge dir. So, jetzt gehe ich nach unten in den Keller. Jetzt kannst du mich nicht aufhalten. Du möchtest wissen, wie du nach Hause kommst, nicht wahr? Vor uns liegt das Ende der Ruinen. Ein Ausgang, der zum restlichen Untergrund führt. Ich werde ihn zerstören. Niemand wird je wieder hier herauskommen. Nun sei bitte ein braves Kind und geh wieder nach oben. Nein! Jeden Menschen, der hier runterfällt, trifft das gleiche Schicksal. Ich muss das immer und immer wieder mit ansehen. Sie kommen. Sie gehen. Sie sterben. Naives Kind. Wenn du die Ruinen verlässt, werden sie. Asgore wird dich töten. Ich beschütze dich nur, verstehst du? Geh in dein Zimmer. Ich bin schlecht im Zuhören. Es tut mir leid, Mutti. Grill sie. Boah, Chat, Alter. Versuch nicht, mich aufzuhalten. Das ist die letzte Warnung. Jedoch. Du möchtest so dringend gehen? Du bist genau wie die anderen. Es gibt dafür nur eine Lösung. Beweise dich. Beweise mir, dass du stark genug bist, um zu überleben. Ernsthaft? Ernsthaft? 80 Angriff, 80 Verteidigung. Sie weiß, was für dich am besten ist. Stich sie ab! Boah, shit, Alter. Tori, atme tief ein. Dir kommen keine Gesprächsthemen in den Sinn. Nein! Wow. Toriel bereitet einen magischen Angriff vor. Ich verschone sie. Sie schaut mich böse an. Wow. Toriel fällt sich distanziert. Ich versuche zu fliehen. So ist es richtig. Geh nach oben. Nein! Wieder da? Was braucht es, dass du deine Lektion lehrst? Ich muss ihn echt hauen. Tut mir leid, Mutti. Oh Gott! Ich werde so sterben. Was soll ich denn tun? Ich kann nichts tun. Ich glaube, dass ich sterben werde, aber... Muss ich einfach nur lange genug mit dir reden?
Wow. Wow. Mit einem Stock pieksen? Tu das, was jeder gute Sohn tun würde. Also immer das Gegenteil von dem, was ich normalerweise tun würde. Ich würde sagen, dass du kein guter Sohn bist. Ich habe gerade echt keine Ahnung. Ich verschone sie. Das findet sie nicht witzig. Wow. Es ist einfach 80 Leben. Reden scheint nicht die Lösung zu sein. Also ich kann jetzt echt nur aufs Maul hauen. Wow. Gott. Ich lasse sie. Ich verschone sie. Oh, es ist dreimal. Guck mal. Die Flammen entfernen sich von mir. Was tust du? Ich werde nicht mehr angegriffen von dir. Hä? Atme tief ein. Verschone sie immer noch. Kämpfen oder fliehen? Ich habe einfach nur ein HP. Was beweist du denn damit? Das Spiel erinnert mich so ein bisschen an Pony Island irgendwie. Irgendwie läuft hier gerade nicht so, wie ich es wirklich will. Bekämpf mich oder fliehe? Muss ich dich doch umhauen? Ich meine, das Ding hat 80 Leben. Ich brauche da ewig für. Hör auf. Schau mich nicht so an. Muss ich jetzt die ganze Zeit immer nur ausweichen? Geh weg. Wo ist Firehawk, wenn man ihn braucht? Hey, geh weg. Verbreite einen magischen Angriff vor, ja. Ja. Seht ihr? Ich versuche in die Flammen zu laufen, aber ich habe keine Chance. Die weichen mir aus. Ich weiß, du möchtest nach Hause, aber... Ah, ich hab's, glaube ich. Verschonen. Ich bitte dich, geh nach oben. Ich verspreche, dass ich auf dich aufpasse. Ich weiß, wir haben nicht viel, aber... Wir können ein gutes Leben führen. Warum machst du es nur so schwer? Bitte, geh nach oben. Ich mach sie traurig. Haha. Bedauernswert, nicht wahr? Ich dachte, mein Kind kann ich retten. Oh. Aber ich verstehe. Du wirst hier unten nur unglücklich abgeschnitten von der Außenwelt. Die Ruinen sind wirklich klein, wenn man sich dran gewöhnt. Es wäre nicht richtig, dich hier aufwachsen zu lassen. Meine Erwartungen, meine Einsamkeit, mein Kummer. Für dich, mein Kind, werde ich sie beiseite legen. Wenn du wirklich die Ruinen verlassen möchtest, werde ich dich nicht aufhalten. Aber wenn du gehst, dann komm bitte nicht zurück. What? Ich hoffe, du verstehst das. Oh! Leb wohl, mein Kind. Die Welt draußen ist hart, ob ich auch klarkomme ohne Mutti.
sie ist voll süß. Gehe ich jetzt nochmal nach? Gehe ich Mutti... Chat, soll ich Mutti nochmal Tschüss sagen? Oder soll ich jetzt hochgehen? Ich gehe, glaube ich, Mutti nochmal kurz Hallo sagen. Das ist voll unfair sonst. Ich kann nicht einfach so gehen. Die Folge ist vorbei. Die Folge ist vorbei. Wir finden in der nächsten Folge raus. Macht's gut, euer Sly. Ciao.